Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz, der ersten Pressekonferenz mit unserem neuen Cheftrainer Gerardo Seoane, den wir ganz herzlich hier begrüßen möchten in Leverkusen und natürlich Ihnen und euch vorstellen. Und mit dabei ist unser Sportdirektor Simon Rolfes. Und Simon, ich möchte dich gleich mal um ein paar einleitende Worte zum Thema Gerardo Seoane bitten. Ja, hallo. Ich freue mich, Gerardo Seoane hier zu begrüßen. Wir haben zum Ende der Saison sehr viele gute Gespräche geführt und dabei eben auch gemerkt, dass wir das sowohl sportlich als auch menschlich, dass er zu Bayern 04 passt. Und glaube ich, das ist eine ganz wichtige Komponente. Er hat seine sportlichen Qualitäten bei Young Boys Bern eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dreimal Schweizer Meister geworden, großen Anteil daran gehabt, dass sie so dominant gespielt haben oder den Schweizer Fußball auch so dominiert haben und auch eine Fähigkeit gezeigt, Spieler und Mannschaft weiterzuentwickeln, auch junge Spieler. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir haben sehr viele junge Spieler und neben, dass wir erfolgreich Fußball spielen wollen, wollen wir die Spieler natürlich auf dem Weg auch entwickeln, weiterentwickeln, damit wir erfolgreich sind. Und deswegen freue ich mich sehr, ihn heute hier zu begrüßen und willkommen zu heißen. Ja, Gerardo, ich gebe gleich zu dir weiter. Hallo zusammen, danke für die netten Worte, Simon. An dieser Stelle möchte ich mich ganz fest bedanken für das Vertrauen, das mir die Clubführung entgegengebracht hat, im Namen von Fernando Caro, Rudi Völler, aber auch Simon, mit dem ich in den ersten Gesprächen ein sehr gutes Gefühl hatte, sowohl menschlich wie auch sportlich, von der Ambition, von dieser tollen Herausforderung. Und darum habe ich mich auch für Bayer Leverkusen entschieden und freue mich extrem auf diese neue Herausforderung. Und die ersten drei Tage waren schon sehr ereignisvoll, viele Leute kennengelernt, die ganze Infrastruktur und bin glücklich, wie die Sache angelaufen ist. Vielen Dank, Gerardo. Dann darf ich um Ihre Fragen bitten. Wer möchte beginnen? Frank Nägele vom Kölner Stadtanzeiger. Guten Tag, ich hätte eine Frage an Gerardo Seoane. Wie waren jetzt Ihre ersten Eindrücke an diesen drei Tagen? Und dann noch eine Anschlussfrage, damit ich nicht so oft die Kollegen aufhalten muss. Sie kommen als dreifacher Schweizer Meister und Pokalsieger zu einem Verein, der sich nach Titeln sehnt. Wie glauben Sie, können Sie diesem Verein helfen? Gut, zuerst der ersten Frage. Ja, wir haben uns im Hotel Lindner einquartiert, zusammen mit den beiden Assistenztrainern. Und wir hatten die letzten drei Tage die Möglichkeit, viele Sitzungen mit den verschiedenen Abteilungen abzuhalten, damit wir eine gewisse Richtung, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir miteinander arbeiten wollen, was wir vom Trainerteam auch an alle Leute weitergeben möchten und wie wir funktionieren möchten. Zusätzlich waren gestern noch die Leistungstests, war schön, die ersten Spieler kennenzulernen, auch gewisse Abläufe im Staff bereits gut vorzubesprechen und heute natürlich mit der ersten Ansprache an die Mannschaft, alle Spieler vor Ort und auch die ersten Eindrücke auf dem Platz. Selbstverständlich gilt es, die tolle Infrastruktur zu loben, die der Verein hat. Nicht nur die medizinische, sondern auch die Plätze. Die ganze Infrastruktur ist, denke ich, sehr lobenswert und ein großes Plus, das wir hier in Leverkusen haben. Und zur zweiten Frage ist klar, man kann eine Herausforderung nicht mit der anderen vergleichen. Mit Young Boys Bern hatten wir die momentan stärkste Mannschaft wahrscheinlich in der Schweiz zur Verfügung. Da galt es, verschiedene Ziele zu erreichen, was uns gut gelungen ist. Hier ist die Konstellation ein bisschen anders. Es ist auch eine andere Liga, Anzahl Mannschaften. Es ist viel schwieriger, bis zum Schluss ganz vorne zu stehen, weil es große Konkurrenten auch gibt. Und darum möchte ich mich nicht unbedingt auf Resultatziele im Moment festlegen und vielmehr auf die ersten Ziele, die wir als Team, als Trainer auch haben. Das ist die Mannschaft kennenlernen, der Mannschaft ein Gesicht geben, nicht nur fußballerisch, sondern auch von der gesamten Einstellung, wie sie auftreten soll.
Und das sind diese Dinge, die die nächsten 2-3 Wochen anstehen und noch nicht, was vielleicht am Schluss für ein Resultat steht. Nächste Frage von Philipp Ahrens von der Bild. Ja, Trainer, hallo nochmal. Herzlich willkommen. Sie haben ja im März hier in der Bayer Arena schon mal einen sehr, sehr großen Erfolg gefeiert. Hätten Sie sich damals träumen lassen können, dass Sie relativ schnell wieder zurückkehren würden? Nein, meine Herangehensweise ist immer, im Jetzt zu sein, den Moment zu leben und mich voll auf das zu konzentrieren. Und ich habe immer betont, dass ich meinen Fokus voll auf die Mannschaft setze. Das war in Bern lange Zeit so, bis die Meisterschaft klar war. Und erst danach, als die sportlichen Ziele erreicht waren, haben wir uns mit einer möglichen Zukunftssituation auch befasst. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Gedanken, wo meine Zukunft sein könnte, sondern ganz alleine bei der Mannschaft und bei der Leistung, die wir an diesem Tag auf den Platz gebracht haben. Von der dpa, Holger Schmidt. Ja, eine daran anschließende Frage an Simon Rolfes. Ja, wir haben ja diese beiden Spiele im März noch gut in Erinnerung. Haben Sie damals gedacht, wow, das ist ein Trainer, der da wirklich eine richtige Mannschaft auf den Platz schickt, auf eine Art und Weise, die uns gefällt? Oder haben Sie den Trainer schon länger irgendwie im Blick gehabt und beobachtet? Nein, dass er sehr gute Arbeit in Bern gemacht hat, war jetzt ja nicht nur seit dem März vielleicht bekannt, sondern natürlich auch davor. Und ich glaube, dass er in den beiden Spielen sehr clever gemacht hat, gegen uns zu spielen. Auch vielleicht mit einer etwas veränderten Spielweise wie in der Schweizer Liga. Und das natürlich auch gezeigt hat, dass er in den richtigen Momenten die richtige Art und Weise findet, eine Mannschaft einzustellen. Und das ist, glaube ich, auch im Fußball extrem wichtig. Dass wir wollen natürlich auch alle erfolgreich sein und diese Flexibilität zu haben, das hat er in diesen Spielen auch gezeigt. Frank Laschet von Radio Leverkusen. Eine Frage an Herrn Seoane. Sie haben die Mannschaft ja jetzt kennengelernt. Wie ist Ihr erster Eindruck von dieser Mannschaft? Wie beschreiten Sie jetzt die Saisonvorbereitung? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Und wo ist aus Ihrer Sicht der große Unterschied zwischen der Schweizer Liga und der Fußballliga, der Bundesliga hier in Deutschland? Gut, der erste Eindruck ist vor allem menschlich zu bewerten. Ich habe eine aufgestellte, motivierte Truppe kennengelernt. Ist klar, dass nach 5 Wochen Ferien, dass es ein bisschen Anlaufzeit braucht, sowohl im koordinativen, fußballerischen Bereich. Da braucht es 2-3 Tage, um die Qualität wirklich auch zu bewerten. Aber wir kennen natürlich die Spieler der vergangenen Saison perfekt mit ihren Leistungen und wissen, was für eine gute Qualität auf uns zukommt. Es fehlen natürlich noch einige Spieler, die mit Nationalmannschaft unterwegs sind oder noch im Urlaub. Das sind alle Spieler von hoher Qualität, die der Mannschaft auch noch mal ein paar Prozente mehr geben werden. Und auf diese freuen wir uns auch. Zur Liga ist sicher zu sagen, dass schon mal die Größe, mehr Mannschaften. In der Schweiz haben wir nur 10 Teams, spielen 4-mal gegeneinander. Da kennt man sich irgendwo viel mehr aus dem FF. Das ist sicher eine klare Veränderung zur Schweiz. Dann sicher auch die Möglichkeiten der Mannschaften, um mehr Qualität in der Spitze, aber auch in der Breite zu haben. Und die Vergangenheit zeigt einfach, dass die Bundesliga ein knallhartes Geschäft ist, wo jede Mannschaft berechtigt die Hoffnung hat, die andere auch zu schlagen, weil in jedem Team einfach qualitativ gute Trainer und Spieler sind. Für die Süddeutsche Zeitung Philipp Seldorf, bitte. Ja, guten Tag, Herr Sevan. Spreche ich den Namen richtig aus? Das muss man ja vielleicht an den Anfang setzen. Sevan ist richtig? Noch das E mehr betonen, dann ist gut. Sevan, okay. Sevan, nee. Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben, da Sie ja nun in der Schweiz gespielt haben und in der Schweiz trainiert haben, aber ja eben auch eine spanische Natur in sich tragen? Orientieren Sie sich an bestimmten Spielweisen, die national geprägt sind, oder haben Sie Ihre ganz eigene Idee? Ist klar, dass wahrscheinlich alle Trainer
die ideale Idee haben, attraktiven Fußball zu spielen, offensiv zu spielen, keine Tore zu bekommen und alle zu begeistern. Aber ich denke, meine Aufgabe ist es, aus dem vorhandenen Potenzial, den im Moment vorhandenen Spieler, die bestmögliche Variante auf den Platz zu bringen. Da gehört die Offensive dazu. Ist klar, wir wollen unser Offensivpotenzial auf den Platz bringen, dass wir diese Spieler auch in diese Situationen bringen können mit einem guten Plan. Aber wir wollen selbstverständlich auch defensive Stabilität als Mannschaft kompakt agieren. Heutzutage kannst du keine Spielphase mehr verschenken. Es muss alles mit einbezogen werden. Und wenn ich das in einem Statement sagen muss, dann würde ich sagen, das Maximum aus den Ressourcen holen, die im Moment zur Verfügung stehen, und von den Spielern das verlangen, was momentan möglich ist. Philipp Ahrens nochmal. Trainer, Sie haben gerade eben einen Satz gesagt, den fand ich ganz bemerkenswert. Sie sagt, wir müssen der Mannschaft ein Gesicht geben. Und diese Mannschaft hat wichtige Führungsspieler verloren, wie die Benders. Das ist ja sicherlich ein ganz wichtiges Thema, was Sie angehen werden. Was für ein Gesicht muss diese Mannschaft bekommen? Und wie wollen Sie genau dieses Thema angehen? Ja, es ist so, dass wir mit den Benders, aber auch mit Dragovic Erfahrung verloren oder abgegeben haben. Und Erfahrung hilft natürlich in der Persönlichkeit, weil man schon viele Situationen durchlebt hat. Ich erwarte da, dass einige Spieler im Kader den nächsten Schritt machen diesbezüglich. Ich meine, jedes Mal, wenn irgendwo gewisse Leute gehen, eröffnet das auch eine Möglichkeit für andere Leute, in diese Lücke zu stoßen. Da werde ich sicher versuchen, mit individuellen Gesprächen, mit individuellen Zielsetzungen den einen oder anderen Spieler mehr Verantwortung versuchen zu geben, dass mehr Führung übernommen wird. Mit selbstverständlich auch dem Wissen, dass das nicht vom ersten Tag an alles klappen wird. Dann ist es sicher auch eine Aufgabe von uns, sportliche Führung, gemeinsam die eine oder andere Komponente auch dazu zu holen, damit die Mannschaft dieses Gesicht bekommt, das wir wünschen. Eine Mannschaft, die Initiative hat, eine Mannschaft, die extrem hungrig ist, die es versteht, in allen Spielphasen diese nötige Aggressivität mit und ohne Ball auf den Platz zu bringen. Ich glaube, alle wissen, dass Leverkusen qualitativ gute Spieler hat, aber es muss auch ein Gefühl entstehen, dass es auch unangenehm ist, gegen Leverkusen zu spielen, mit und ohne Ball. Holger Schmidt nochmal für die dpa. Ja, dann auch an den Trainer diesmal, Herr Seoane. Simon Rolfes hat ja eben gesagt, dass Sie die Mannschaft sehr gut eingestellt haben gegen Leverkusen, auch ein bisschen verändert haben. Das heißt, Sie haben die Mannschaft offenbar nach Schwächen analysiert und gut ausgeguckt. Hilft Ihnen das heute noch, wenn Sie diese Mannschaft analysieren, oder sagen Sie, das ist eine ganz andere Mannschaft, die ich jetzt davor finde? Nein, ich denke, gewisse Punkte, die wir damals aus dieser Analyse für die Vorbereitung hatten, helfen, um die Mannschaft jetzt auch weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Selbstverständlich haben wir auch im Hause Analysten, Videoanalysten, auch Staffmitglieder, die mir bei der jetzigen Analyse zusätzlich noch helfen, weil die Mannschaft macht ja auch ständig eine Entwicklung. Von Peter Bosch zu Hannes Wolf gab es schon eine gewisse Veränderung. Und das ist ja auch das Spannende an der Arbeit des Trainers, dass wenn du das Gefühl hast, dass du einen Punkt jetzt der Mannschaft, dass dieser Punkt klar ist, wartet schon die nächste Aufgabe, was ja normal ist, wenn man einen Fokus auf eine gewisse Spielphase setzt und eine andere vernachlässigt, dass man diese wieder von Neuem trainieren muss. Also Analyse der eigenen Mannschaft ist immer ein wichtiger Bestandteil. Als nächstes bitte Jörg Strohschein. Bitte, Jörg. Schönen guten Tag zusammen, Herr Seoane. Eine Frage an Sie. Es wurde ja gerade schon angedeutet oder gesagt, dass die beiden Benders nicht mehr da sind. Der Transfermarkt ist ja jetzt sehr ruhig. Auf welchen Positionen wünschen Sie sich denn noch möglicherweise Verstärkung? Was schwebt Ihnen vor? Wen möchten Sie gerne noch verpflichten? Diesbezüglich ist immer ganz wichtig zu betonen, dass wir das als Team angehen. Das bin nicht ich, das ist nicht nur Simon, das sind viele Leute in der sportlichen Führung. Was ich sagen kann, ist, dass wir uns mit Profilen beschäftigen, welche Positionen wir das Gefühl haben, wir etwas machen können, wo wir
die Möglichkeit auch haben, nach Konstellation des Kaders, ich meine, wenn Spieler gehen, eröffnet das auch die Möglichkeit, in dieser Position was zu machen, werde mich aber nicht weder Namen noch Positionen fix äußern, außer Simon möchte dazu ein paar Worte verlieren. Simon, das übergehe ich jetzt mal kurz, ne? Dann die nächste Frage bitte von René Langhoff, RTL News. Ja, hallo, Herr Seoane, willkommen in der Bundesliga. Ich habe eine Frage zu Patrick Schick, der ist ja zumindest für seine Nationalmannschaft sehr vorangegangen, hat starke Leistung gezeigt. Wie sehr haben Sie sich darüber gefreut und wie wichtig ist der auch in Ihren Planungen in der Zukunft? Zuerst einmal haben wir uns über nicht nur über Patrick, sondern auch über andere Leistungen unserer Spieler gefreut. Ich glaube auch, was Finnland geleistet hat, auch jetzt mit Palacios ist noch unterwegs. Also wir verfolgen diese Leistungen sehr nahe. Ich glaube, Schick hat gezeigt, für was er eigentlich steht, als Stoßstürmer in der Box, nicht greifbar, immer torgefährlich und diese Abschlussstärke. Und ist klar, dass ich als Trainer sehr glücklich bin, zwei solcher Stürmer im Moment zur Verfügung zu haben, mit Lucas Alario und Schick. Das sind zwei Leute, die immer das Tor vor Augen haben und wissen, wie sich in der Box zu verhalten. Und das sind zwei ganz wichtige Spieler im momentanen Projekt, das wir hier haben. Frank Nägeler nochmal. Ich hätte noch eine Frage zur Tradition Schweizer Trainer oder des Schweizer Fußballs in der Bundesliga. So, in meiner Erinnerung hat es begonnen damit, dass Ottmar Hitzfeld aus der Schweizer Liga nach Deutschland kam und da Erfolge hatte, weil man auch die Dinge da ein bisschen anders sah und er hat das da eingeführt. Dann gab es eine Reihe weiterer Schweizer Trainer, wie hier in Köln, haben zum Beispiel Marcel Koller und Hans-Peter Latour selber kennengelernt und jetzt ist Urs Fischer erfolgreich bei Union Berlin. Wie sehen Sie sich da eine Art Tradition oder eine Schweizer Idee, Philosophie oder kann man das so nicht sagen? Ich denke, zuerst einmal gilt es zu sagen, dass es einfach einen deutschsprachigen Raum gibt und durch den deutschsprachigen Raum ergeben sich gewisse Chancen mit Österreich, Schweiz und Deutschland. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Und dann geht es schlussendlich nicht um die Nationalität, sondern um, für was der Trainer steht, wie sieht er den Fußball, wie führt er eine Mannschaft. Es ist sicher ein bisschen unterschiedlich in der Ausbildung, wie wir in der Schweiz vielleicht ausgebildet werden, als in Deutschland oder Österreich. Was sicher ein Pluspunkt für uns Schweizer Trainer ist, ist, dass wir drei Sprachen haben im Lande und durch die neue Zeit, wo so viele verschiedene Kulturen in einer Mannschaft sind, ist es sicher von Vorteil, dass wir vielleicht die ein oder andere Sprache mehr sprechen. Philipp Ahrens. Frage an den Sportdirektor Simon. Der Nadia Amiri ist ja gestern jetzt nominiert worden für Olympia. Gab es da möglicherweise auch die Überlegung, ihn nicht gehen zu lassen? Weil ihr habt ja jetzt auch in der Vorbereitung nicht so wirklich viele Spieler momentan da. Oder wie ist das jetzt dann zustande gekommen? Ja, zum einen haben wir erstmal für uns auch festgelegt, dass es klar ist, dass keine Spieler zwei Turniere in diesem Sommer spielen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Vereine natürlich auch die Verpflichtung haben, auch bei Olympia sozusagen das zu unterstützen, auch wenn da keine Abstimmungspflicht ist. Das ist klar. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch aufpassen auf die Belastung der Spieler. Und deswegen war es klar, dass zum Beispiel Florian Wirtz nach der Europameisterschaft nicht zu Olympia geht. Wir haben das dann im Einzelfall betrachtet, so wie es bei Paulinho, Alario, der jetzt leider durch eine kleine Verletzung nicht mitgeht und wieder zurückkommt. Und Nadim Amiri auch bewertet. Und ich glaube, er hat einen langen Urlaub, steigt jetzt mit uns in die Vorbereitung ein und hat einfach Wettkampfpraxis auch bei Olympia als einer von den erfahrenen Spielern auch. Und ich glaube, dass er trotzdem dann auch vom Songstart wieder zurückkommt, sodass das insgesamt dann individuell passt. Ja, noch angesetzt die Frage, man hatte ja mal bei Nadim auch im letzten Jahr schon so diesen Schritt nach vorne gemerkt, dass er ja auch Verantwortung übernehmen will. Kann das natürlich jetzt auch, weil er ja einer der älteren Spieler ist, die Stefan Kunz ja nun schon länger kennt, ihm das auch hilft in seiner Entwicklung,
was dann am Ende dann euch dann auch zugutekommen wird? Ja, absolut ist das eine Chance, weil die Mannschaft sich ja sehr schnell finden muss. So eine Olympiamannschaft, die hat keine große Vorbereitung. Und dementsprechend ist natürlich gefragt, dass der Spieler Sachen in die Hand nehmen, dass Sachen regeln, auch auf dem Platz, was vielleicht nicht immer so klar ist, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass es für Nadim eine Chance ist. Auch das Turnier kann sehr schnell weiterkommen, in seiner persönlichen Entwicklung einen Schritt nach vorne zu machen. Und ich glaube, dass er in der letzten Saison Schritte gemacht hat nach vorne, aber er noch viel mehr Potenzial hat in dem Bereich. Und deswegen glaube ich, dass Olympia für ihn eine gute Möglichkeit ist, sich da weiterzuentwickeln. Wir haben eine Frage von Lukas Rott. Bitte schön. Herzlich willkommen von mir auch, Herr Seoane. Simon Rolfes hat es gerade schon in der Einleitung gesagt, es geht auch darum, für Sie Talente weiterzuentwickeln. Eines dieser Talente ist Florian Wirtz. Wie können Sie es schaffen, dass er den nächsten Step macht in seiner Karriere? Und was erwarten Sie von ihm im kommenden Jahr? Gut, generell muss man sagen, dass die Ausbildung eines Spielers erst mit 25 Jahren beendet ist. Das ist nicht nur fußballerisch, sondern auch von der Persönlichkeit, Verantwortung zu übernehmen, mit Druck umzugehen. Und dann kommen natürlich auch Dinge auf den Platz, Spiel zu lesen, richtig korrekte Positionierung. Das erste Jahr ist bekanntlich, als junger Spieler geht das meistens ein bisschen einfacher, man überlegt nicht zu viel. Es kommt für jeden Spieler dann auch mal eine schwierigere Phase, diese dann durchzugehen, gemeinsam dem Spieler weiterhin Vertrauen zu geben, damit er dann wieder zurückkommt. Also es erwarten auch nicht nur bei Florian, sondern bei anderen Spielern auch die nächsten Schritte. Und Florian hat wahnsinniges Talent, welches mittlerweile alle Gegner ganz klar auch erkannt haben, und die Aufgabe wird für ihn nicht einfacher, die wird eher schwieriger, und mit dieser Situation sich dann trotzdem zu entfalten, das ist dann der nächste Schritt. Frank Laschet, bitte sehr. Herr Seoane, Ihr Vorgänger hat einen traurigen Rekord aufgestellt aufgrund der Corona-Pandemie. Er hat als Trainer von Bayer Leverkusen in den Spielen keinen einzigen Zuschauer gesehen. Wie sehr sehen Sie sich nach Normalität und auch Zuschauer wieder im Stadion, wenn es möglich ist? Und was sollten die Fans von Bayer 04 Leverkusen unbedingt über Sie wissen? Ja, meine, diese Situation ohne Zuschauer ist ja für alle extrem schwierig. Am schwierigsten für die Zuschauer selber, die nicht ins Stadion kommen können, die nicht die Spieler von nahe sehen, viele Kinder, die schon lange ins Stadion möchten. Es leiden auch die Spieler darunter. Es gibt auch junge Spieler, die bereits in der ersten Liga spielen und noch nie vor Zuschauern gespielt haben. Also auch für uns Trainer hat es zwar einen Vorteil, dass man uns besser hört auf dem Platz, aber wir haben es natürlich lieber, wenn Zuschauer da sind. Und es sehnen sich ja alle danach. Ich glaube, die Pandemie ist noch nicht vorbei, wir müssen noch diszipliniert bleiben. Aber ich glaube, dass bald wieder Zuschauer sukzessiv ins Stadion können, dass wieder mehr Stimmung reinkommt. Aber das Wichtigste ist natürlich die Gesundheit der Bevölkerung, und das sollte immer noch im Fokus sein. Und die zweite Frage war, was Sie von mir wissen sollten. Die Fans unbedingt über Sie wissen sollten. Gut, es gibt sicher einige Dinge, die man gerne wüsste, aber die ich nicht preisgebe. Ganz einfach, dass ich mich extrem freue, hier zu sein, dass ich mich auf eine neue Herausforderung extrem gefreut habe und Bundesliga immer für uns Schweizer der nächste mögliche Schritt sein kann, weil diese Liga uns immer begeistert hat. Wir haben sehr gute Botschafter gehabt in der Bundesliga, und dass ich mich einfach auf das Ganze hier extrem freue. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Ja, Gerardo, dann nehmen wir dich beim Wort als guten Botschafter der Schweiz in der Bundesliga und in Deutschland. Ich denke, Sie konnten einen guten ersten Eindruck bekommen von unserem neuen Cheftrainer, und den werden wir natürlich künftig noch vertiefen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, dass es jetzt wieder losgeht. Herzlichen Dank und tschüss, bis bald. Danke.